Hier. Ist das Barolo oder Barolo? Ich weiß, ich muss immer nachgucken. Ich glaube, es heißt Barolo. Barolo. Glaube ich. Unser drittes Thema, Herr Dück. Netztechnik und Mobilität. Sie haben ja bei IBM gearbeitet. Und die hat ja, sagen Sie immer, vor die Weltherrschaft zu übernehmen. Wie ist das gemeint? Wir hatten gesagt, Weltherrschaft über die IT, also zur Zeit der Mainframes. Ja, und dann, man sieht jetzt also, das war so die allererste Zeit. Man sieht die Weltherrschaft dauernd wechseln. Ja, also da gibt es ganz spezielle Bücher so über Firmen, die 8 Zoll Diskettenlaufwerke gemacht haben, also so größere. Die werden in Großrechner reingebaut und dann ist man zu 5 ein Viertel Zoll gegangen, das sind die normalen Disketten. Oder also auf dem Format. Ja, also, und dann gibt es ja 3,5 Zoll und dann immer kleinere. Und so. Und interessanterweise hat keine Firma das nächste Format überlebt. Also immer die mit den kleineren haben gesagt, das braucht kein Mensch. Im Großrechner kann man so große Platten einbauen, ist völlig egal. Ja? Und dann ist es immer so, wenn man was kleiner baut, also die nächste Generation, kann man das in kleineren Rechnern einsetzen oder dann die ganz kleinen sind dann in Fotoapparaten und so weiter. Und dann wird es immer irgendwie anders. Aber es ist dann kein Computer mehr, sondern ein Fotoapparat oder irgendwas anderes. Ja? Ein Hörgerät, wo ganz kleine dann drin. Und dann koppeln sich immer so kleinere, einfache Sachen raus. Also das war der PC. Also der gab es den Apple IIe. So, ich habe da in der Uni also eben meine ersten Experimente gemacht. Der hat noch so vor sich hingedacht. Also man hat fast jede Rechnung noch auf dem Bildschirm flimmern sehen. Also man konnte noch fast mitrechnen. Und dann gab es den PC und dann hatte ja IBM so das Gefühl, das ist nicht so wichtig, also wir bleiben bei den Mainframes. Und immer diese Attitüde, wir bleiben bei dem, was wir gerade als Welt Herrschaftsinstrument haben, die bricht oft Firmen das Genick. Ja, dann ist es ja zu kleinen Serverarchitekturen gekommen. IBM hatte damals den furchtbaren Fehler begangen, dass es Software nichts Richtiges ist. Also dieses Betriebssystem DOS oder dann Windows, das ist nichts Richtiges. Chips ist auch nichts Richtiges. Also Intel ist ja rausgegangen, dann ist Microsoft rausgegangen als eigene Firma und dann hat irgendwie Microsoft alles dominiert. Und dann haben wir über Bill Gates geschimpft, dass er uns zwingt, diesen Internet Explorer Word und Windows zu haben. Das ist heute auch nicht mehr. Und ich bin jetzt so die ganze... Haben Sie Facebook? Facebook ist jetzt ja neuer. Es gibt ja immer neue Feinde. Also praktisch der Feind der Welt war erstmal Microsoft, dann zwischendurch sowas wie Google. Jetzt ist es gerade Facebook und durch den missglückten Börsengang. Also es hat nichts, ist nichts passiert. Nee, haben Sie keine Angst gehabt um Ihre Daten? Nö. Ich bin jetzt sowas wie ein Top-Management gewesen und meine Sekretärin liest sowieso alle E-Mails. Wer ist der nächste Weltherrschafts? Schwer zu sagen. Da gibt es immer so neue Erfindungen. Also das ist ein bisschen technologiegetrieben. Diese ganze PC-Ära ist gekommen durch eine Erfindung des PCs. Dann gibt es die Erfindung des Betriebssystems. Ja, dann der Textverarbeitung. Dann ist der Browser gekommen, also Netscape und dann der Internet Explorer, ja, was auch schon wieder Historie ist. Jetzt haben alle Firefox oder Chrome oder so. Und da, was ein bisschen verkannt ist, dass da immer Technologiesprünge da sind. Also es wird zum Beispiel gesagt, dieses mit dem iPad verstehen die Leute nicht. Das haben wir alles schon gehabt, also sogar Apple hat das schon gehabt. Also es gab so Newton-Computer. Vor vielen Jahren, war auch so ein Tablet. Und das war aber kein Touch, da konnte man mit dem Daumen nicht rummachen. Das Display war im Hellen nicht brauchbar. Die Batterie hat vielleicht nur 10 Minuten gehalten. Das Ding hat 2 Kilo gewogen, nicht 300 Gramm und so weiter. Und man muss irgendwie fair sein. Also die Technologie bewegt sich immer so in gewissen Sprüngen. Also dass man so eine neue Idee hat. Und neue Ideen können auch in der Technik liegen. Das kann sein, dass die Batterien einfach einen ganzen Tag halten. Das ist ja für mich als Reisende unabdingbar. Also, ja, man kann jetzt eine Perspektive haben als mobiler Nutzer, was will ich alles haben? Und ja, die Infrastrukturen und die Erfindungen kommen so langsam dahin,
dass immer so ein Stück geschafft wird. Und immer wenn ein neues Stück geschafft wird, scheint das irgendwie ein Konzern als erster zu riechen und wird damit ganz groß. Aber wir haben ja immer Angst vor diesen Konzernen. Woher kommt die Angst? Das weiß ich nicht. Also ich tippe mal, Apple, also dieser ganze Aufstieg von dem iPad, ist dem zu verdanken, dass die Bildschirmtechnologie einen großen Sprung gemacht hat und die Speichertechnologie hat einen großen Sprung gemacht, also mit Flash-Speicher, dass ich keine Festplatte mehr in dem Ding habe. Und die Batterietechnik ist weitergekommen. Also drei Faktoren. Das ist relativ so vor ein paar Jahren relativ gut geworden. Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, jetzt ist die Zeit reif für ein iPad. Und macht sofort so einen 100% Raketenstart. Das hätten alle anderen auch machen können. Und das sind Dinge, die sich so Schritt für Schritt entwickeln. Also wo irgendwas von No-Go zu erträglich und dann leicht wird. Irgendwann kriegen wir das dann überall. Sie reden über diese einfachen Dinge, aber ich habe Sie mal einfach von Futuristik. Ja, bitte. Wenn ich jetzt einen normalen Herzschrittmacher habe, der über Funk mit der Heidelberger Uniklinik verbunden ist, dann sterbe ich hier. Also hier, wenn ich hier sitze, einfach kein Funk. Und das geht nicht. Also weil praktisch viele Dinge, also Medizin. Also wir brauchen es jetzt. Ja, Medizintechnik oder sowas braucht das einfach immer. Ja, und oder Alarm oder Polizei oder Notruf oder so. Das kann, ich meine, da wird immer gesagt, du kannst jetzt ihr Handy einstellen, wenn dich einer überfällt im Wald. Musst du nur auf den Knopf drücken, dann kommt die Polizei. Von wegen, es ist kein Internet da. Oder auch kein Funk. Ja? Ich hole mal eine Frage aus meiner Jute-Tasche und frage sie, sind wir denn nicht so abhängig von dieser Technik und von diesen Innovationen? Das wird jeden Tag diskutiert. Ich bin ja da immer mittendrin. Das ist, glaube ich, typabhängig. Ich will nicht ungerecht sein. Ich würde sagen, wenn jemand Handys oder Smartphones im Schulunterricht benutzt, in der Uni, im Meeting, wenn ich vortrage, dann heißt das einfach, dass der da vorne, der irgendwas sagt, so langweilig ist, dass man einen gut zweiten Job nebenbei machen kann. Und das ist so, wenn es gut ist, dann guckt keiner aufs Handy. Also wenn der Lehrer gut ist, wenn der Manager echt was dazu sagen hat im Meeting, wenn man wirklich diskutiert oder so, dann guckt keiner aufs Handy. Das ist so. Und blicken wir mal in die Zukunft. Was wird es so geben in den nächsten 10 Jahren für Entwicklung? Was glauben Sie? Sie waren ja Technologe, können vielleicht mal ein bisschen prophezeien. Was werden wir noch solche Autos fahren? In was für Häusern werden wir leben? Und ist der Himmel dann noch blau? Wie wird's? Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie die Prosperität ist. Also ich glaube langfristig, wer braucht China? In China braucht jeder noch ein Auto, jeder noch ein Haus, ja, sanitäre Anlagen, Straßen, Autobahnen, Häfen. Das gibt so viel Nachfrageschub für die nächste Generation, dass wir eine lange Hochkonjunktur haben. Wir müssen nur, also praktisch China muss so groß sein, das ist ungefähr 2015, dass es wirtschaftlich so viel Masse hat wie die USA jetzt. Und dann dann kompensiert China nicht nur irgendwas anderes, was in unseren Staaten passiert, sondern überkompensiert es. Die Häuser sind alle falsch gebaut. Das kann man da sehen. Meine Frau möchte gerne einen richtig großen Fernseher, also so einen tollen. Und der größte Fernseher, der in unserer Wohnung überhaupt stellbar ist, ist genau 80 cm breit, weil die Wange von dem Omnia-Wohnwand so ist. Die Wohnwand hat sehr viel Geld gekostet. Und wir haben alles weiß und ganz viele Fenster. Und das ist nicht die Bauweise der Zukunft. Da muss ich wenigstens einen Dunkelraum haben für so einen richtigen großen Bildschirm. So Wandkino füllen mit ganz viel Bild in Bild. Also da ist mein Chef, meine Oma, da wache ich die alle, so die meine Freunde, Frühstück und so weiter. Wenn ich Ihnen ein Geschenk in 10 Jahren so zu Ihrem 70. schicke, was passiert, wenn das Paket hier ankommt bei Ihnen? Was mit dem Paket? Die Pakete müssen auch reorganisiert werden. Da brauchen wir einfach so eine große Box, dass der nicht immer klingeln muss oder so. Oder man muss so ein Loch haben wie für eine Katze, dass man das durchschiebt. Das geht alles nicht. Ich habe das der Post da vor 10 Jahren vorgeschlagen und habe gesagt, dass es ein wahnsinniges Paketaufkommen gibt, was hier unvorstellbar groß wird. Und da hat die Post damals gesagt, das stimmt nicht. Die Pakete schickt keiner mehr. Also damals war das so rückläufig und das glaubt keiner. Autos wird es kaum noch geben, weil die Menschen, also das Mantra der Betriebswirtschaft ist, dass alles ausgenutzt wird. Also jeder Mensch muss pausenlos arbeiten. Dann gibt es eine große Ausnahme in der Menschheit, das ist das Auto, das steht gerade rum. Also meins steht rum, jetzt alle stehen rum.
Und ungefähr, glaube ich, so 6-7% aller Autos fahren tatsächlich, also zu jeder Zeit. Das ist völliger Unsinn. Und dann würde ich sagen, man nimmt Computer so, dass die Autos selber fahren. Und es wird alles auf Taxi. Ich habe so eine App auf meinem Ding, dann sage ich, komm ein, einer soll kommen, und dann kommt das nach 10 Minuten, dann sage ich dem TomTom, fahre mich dahin. Und dann zahle ich also nach Verbrauch. Und dann brauche ich ja nur immer so viele Autos, wie jetzt gerade fahren. Das sind vielleicht 10%. Das ist gigantisch. Dann fürchten sie sich aber wieder. Also ich kann mir so ein Gesicht von VW oder... Wir sind in einem Autoland. Ja, verstehe ich. Was VW oder Daimler für ein Gesicht macht, wenn ich sage, man braucht nur noch 10% der Autos. Braucht man faktisch. Und die fahren auch noch Elektro. Ja. Dann können die das noch im Moment gar nicht bauen. Das noch. Nein, das will ja dann keiner. Und da gibt es halt viele, viele Erfindungen, die sind dann so schön, dass sie jetzt schon wieder, dass man sich fürchtet, also vor der Erfindung, weil die so schön ist, weil sie wieder Arbeitsplätze kostet. Und da ist immer, da muss, wenn man in die Zukunft gibt, gibt es eine so eine glücklich machende Perspektive, also wo man was Wunderschönes Neues hat. Das hätte ich ja jetzt, wenn die Autos weg sind, brauche ich ja bei diesen... brauche ich keine Parkhäuser mehr, keine Innenstadt, so viel weniger Straßen, alles viel besser, ja. Aber also es hat immer irgendwie so eine positive Komponente, dass ich viel mehr kann oder viel mehr Wohlstand habe. Und die andere Perspektive ist, dass dieser dauernde Generationenwechsel so sehr viel Abrieb macht und sehr viele Arbeitsplätze kostet. Ja? Dann irgendwie ist es dann mal Google und dann wieder nicht. Und Microsoft wird jetzt gerade diskutiert, dass man Textverarbeitung ja mit Apple jetzt auch kann, mit irgendwie, oder Open Source oder in der Cloud hat. Und dann geht das wieder so ein bisschen Bach runter, dann wird Steve Ballmer wieder angegriffen, dass er nichts tut. Und das werden wir das in den nächsten 10 Jahren wieder mit Facebook sehen. Und wir haben immer Angst und Bedenken, dass sowas wie Facebook aber auch die immer Welt... Perspektiven. Was? Aber auch immer Perspektiven, die einem freuen, oder? Also praktisch die langfristige Perspektive wird nicht gesehen, also dass die mobile Welt immer besser wird. Und es wird jetzt auf dieses Jahr geguckt, wer jetzt gerade dran ist. Das ist mal Google, mal IBM, mal Microsoft, mal irgendwer. Cisco war auch mit Netzen mal groß. Sie war, glaube ich, die wertvollste Company eine Zeit lang. Ist es jetzt überhaupt nicht mehr. Ja? Und das ist so ein Kommen und Gehen. Aber in diesem ganzen Kommen und Gehen ist doch so eine Tendenz, erkennbar, wo es hingeht. Also ja, dass die Welt eben immer mobiler wird. Wir müssen uns dann ein bisschen als Menschen drauf einstellen, also dass der Job nicht so stressig wird. Wir müssen jetzt irgendwie, das müssen wir aber mit Willen ausdiskutieren in der Politik, also wie wir eigentlich die Arbeitsplätze haben wollen, wie mobil alles sein will. Ja, also das mobile ermöglicht ja auch, dass jeder praktisch von jedem Wohnzimmer, also hier kann ich dann auch in einer Firma arbeiten, und wenn die Firma mir kündigt, kann ich morgen bei einer anderen Firma sein. Ich muss praktisch nur die User-ID vom Firmen-Dialer ändern. Also die haben alle denselben Dialer, also ich glaube HP oder überall, alle haben AT und T-Dialer oder irgendwie dieselbe Firma, und dann muss ich praktisch nur eine andere User-ID von einer anderen Firma eingeben und bin drin. Ein Dankeschön, lieber Tück, bei diesem dritten Thema, und Dankeschön auch fürs Gespräch.